In den USA hat sich eine Monsterblase von Schulden gebildet, 91 Billionen Dollar, und die Fed ist jetzt dabei, also die US-Notenbank ist jetzt dabei, diese Schuldenblase letztendlich zum Platzen zu bringen, wenn sie es ernst meint, und sie will ja die Zinsen weiter anheben, sie will die Bilanzsumme reduzieren, sie will also letztendlich versuchen, die Preise, die Inflation nach unten zu bekommen, um Angebot und Nachfrage ins Gleichgewicht zu bringen. Bisher viel zu wenig Angebot und viel zu viel Nachfrage, weil zu viel Geld im System. Und was die Fed da riskiert, das hatte gestern mein Kollege Hannes Zipfel schon in einem großartigen Video gezeigt, in dem er zunächst mal gezeigt hat, wie all das entstanden ist, wie Geldschöpfung in den USA passiert, wie dann dieser Schuldentsunami, diese Schuldenbombe entstanden ist und was jetzt auf dem Spiel steht, wenn die Fed wirklich ernst meint. Und siehe da, wir haben gestern frische Daten bekommen zu der Kreditvergabe in den USA, vor allem hier der sogenannte Revolving Credit, das sind also fast ausschließlich die sogenannten Kreditkartenschulden, und die sind jahresannualisiert um 19,6% gestiegen auf ein neues Allzeithoch, 1,103 Billionen im April. Und dabei hatten wir im Vormonat März schon einen Rekord der Kreditkartenschuldenaufnahme von 1,1 Billionen, also nochmal einen kleinen Schnaps drüber, das war deutlich mehr als erwartet, und das bedeutet nichts anderes, als dass sich die Amerikaner über ihre Kreditkarte nochmal richtig Cash besorgen, nochmal richtig ein Polster besorgen, wohl in der Erwartung, dass es dann bald schwieriger wird, dieses Cash zu bekommen. Aber durchschnittlich liegt der Zinssatz für eine Kreditkartenschulden bei 17%, das ist also sehr, sehr teuer, was da passiert, aber hier shocking consumer credit numbers, so hier ein Tweet, everyone maxing out their credit card ahead of the recession. Man versucht also, sich zu wappnen vor der Rezession, und wir sehen, wie hier diese Kreditvergabe über die Kreditkarte deutlich nach oben gegangen ist. Gut, müsste man vielleicht noch Inflation abziehen, aber dennoch, es sind gigantische Steigerungen, und jetzt sehen wir auch, dass im Bewusstsein der Amerikaner eine Rezession droht. Das erste Quartal war ja schon negativ, jetzt gibt es diesen sogenannten Atlanta Fed GDP-Tracker, der so ein bisschen versucht, das BIP in Realtime zu messen, und der ist jetzt auf 0,9% gefallen, war vorher deutlich höher, kommt weiter runter. Auf der anderen Seite sehen wir, dass die Inflation oben bleibt. Also dieses Stagflationsszenario, vor dem gestern schon die Weltbank gewarnt hat, indem sie ihre Wachstumsprognose nach unten genommen hat und die Inflationsprognose angehoben hat. Und dann hat man seitens der Weltbank auch gesagt, in einigen Punkten erinnert das sehr stark an die 1970er Jahre mit einem Ölschock. Hier könnte man die Energiepreise insgesamt ersetzen für diesen Ölschock, die dann letztendlich zu steigenden Zinsen führen, was dann letztendlich eine Stagflation auslöst. Und so tief dürfte es diesmal auch sein. Die Notenbanken müssen die Inflation bekämpfen. Es geht gar nicht mehr anders. Warum, will ich gleich zeigen. Zweitens muss man dann, wenn man die Inflation bekämpft, eben Kollateralschäden in Kauf nehmen. Und dieser Kollateralschaden ist eine Wirtschaft, die möglicherweise in eine Rezession fällt. Und Rezession kommt so oder so. Rabobank hat jetzt gesagt, Rezession in den USA ist unvermeidbar, denke ich auch. Ist auch in Europa unvermeidbar. Hier sehen wir nochmal, diese Grafik zeige ich gerne, dass alles über 5% Inflation hier in den USA letztendlich dann eine Rezession nach sich zieht, weil die Konsumenten einfach nicht mehr können. Deswegen hat gestern Janet Yellen vor dem Senat gesagt, die Bekämpfung der Inflation ist our number one priority. Und er hat dann, und das ist sehr interessant, gesagt, okay, das müssen wir jetzt tun, weil wir noch aus einer Position der wirtschaftlichen Stärke kommen. Also man glaubt seitens der US-Administration und der Fed, dass man das schaffen kann, weil die Wirtschaft ja angeblich so gut dasteht. Aber steht die Wirtschaft wirklich so gut da? Das ist die Frage. Oder ist dieses ganze System extrem fragil? Auch Marco Kulanovic, der Dauerbulle von JP Morgan, sagt, ja, alles gut, selbst wenn der Ölpreis auf 150 steigt und die Bank prognostiziert, dass das passieren wird, dann dürfte das weder die Wirtschaft noch die Märkte besonders schütteln. Man geht hier davon aus, dass eben die Preise weiter steigen, Benzinpreise steigen, weil eben die Capacity von Refining
Enterprises, also die Raffinerien, die sind komplett ausgelastet, können schlichtweg nicht mehr produzieren. Dadurch ist eben eine Angebotsknappheit. Ist das wirklich so, dass bei 150 Dollar überhaupt kein Problem entsteht? Dadurch, oder derzeit sind wir ja bei 120 Dollar. Wir sehen aber jetzt, dass diese ganzen Effekte, die die Amerikaner über Stimulus, über verschiedenste Maßnahmen bekommen haben, nämlich Wohlstandseffekte, dass die jetzt verpuffen. Zunächst mal sehen wir, dass hier eine neue Untersuchung zeigt, dass die Amerikaner unmittelbar, nachdem sie das Geld bekommen haben durch diese Stimulus-Schecks, gab es ja zwei, erster im April 2020, der zweite im Dezember 2020, dass sie unmittelbar 10-15% dieses Geldes sofort und direkt praktisch in den Aktienmarkt gesteckt haben. Interessante Analyse. Und wir sehen aber auf der anderen Seite, dass hier gerade jetzt schon in diesen sensiblen Bereichen, die vorher besonders profitiert haben von Liquidität, nämlich die Vermögenspreise, das sind auf der einen Seite Aktien, da gibt es ja auch schon durchaus viele gefallene Engel, auch wenn die Indizes sich noch gut halten, aber vor allem sehen wir jetzt erste richtige Risse am Immobilienmarkt. Hier diese Grafiken beide von Hannes Zipfel, da sehen wir unten die Hypothekenvergabe bricht ein. Also es werden immer weniger Hypothekenkreditanträge gestellt auf der einen Seite und oben sehen wir, dass das Angebot deutlich zunimmt an Einfamilienhäusern, aber die Zahl der verkauften Häuser deutlich nach unten geht. Noch steigen die Preise, weil im Luxussegment die Leute nach wie vor bereit sind, alle Preise zu bezahlen, aber in den unteren Segmenten ist das nicht mehr. Wir sehen also schon erste Risse am Hausmarkt. Wir sehen vor allem, dass die Amerikaner immer unzufriedener werden. Das sieht man ja auch in den Stimmungsumfragen in den USA, Michigan oder auch Conference Board Verbrauchervertrauen. Hier sagen aber jetzt 35% der Amerikaner, dass sie extrem unzufrieden sind mit ihrer finanziellen Situation. Das ist der höchste Wert seit 1972. Und wer das Video von Hannes Zipfel gesehen hat, der weiß, warum das so ist. Dazu gleich nochmal mehr. Aber hier sehen wir zunächst mal, die Sparquote ist jetzt in den USA unterhalb des Niveaus, auf dem wir waren, bevor Corona losging. Dann ging ja die Sparquote deutlich nach oben, eben weil die Leute Geld geschenkt bekommen haben. Das ist jetzt alles abgefrühstückt, 4,4%. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass die Amerikaner jetzt eben immer mehr diese gestiegenen Kosten über Neukredite finanzieren, die sie haben durch die Inflation. Sie haben gestiegene Kreditkosten, sie haben gestiegene Kosten an der Tankstelle, sie haben gestiegene Kosten im Supermarkt. Und was tut man? Man hält sich an das alte Muster, wenn du dir das Leben nicht leisten kannst, das du führst, dann nimm dir einfach einen neuen Kredit. Und solche Firmen sind nicht umsonst erfolgreich, wie etwa Klarna, wenn Sie hier auf der rechten Seite mal gucken. Klarna ist ein schwedisches Unternehmen, das eben dieses Prinzip Kauf jetzt, zahl später versuchte groß zu machen. Und da hat man ja gesagt, man wird 10% der Leute entlassen bei Klarna. Warum? Weil 1,9% dieser Kredite, die man den Leuten gegeben hat, komplett ausfällt, werden also nicht zurückgezahlt. Das hat dazu geführt, dass praktisch ein Drittel des gesamten Umsatzes dadurch verloren gegangen ist, weswegen Klarna einen Verlust von 265 Millionen Dollar erzielen musste oder einstecken musste. Und jetzt versucht Apple in dieses Geschäft einzusteigen, nämlich in dieses Buy Now, Pay Later. Das hat jetzt Tim Cook klargemacht. Das ist sozusagen jetzt der Versuch noch der Leichenfledderei. Der Konsument, der jetzt schon ohnehin durchschnittlich gesehen ziemlich angenockt ist, der soll jetzt mit solchen Angeboten nochmal über Wasser gehalten werden. Kauf jetzt, zahl später. Das kann und wird nicht gut gehen. Aber es zeigt, dass man jetzt hier nochmal die letzte Karte versuchte zu spielen. Vielleicht ist Inflation letztendlich ein Kampf zwischen Kapital und Arbeit, wie dieser Artikel hier in der Financial Times versuchte darzustellen. Denn das Kapital versucht seinen Wert zu erhalten oder zu vermehren in einer Zeit, in der sozusagen ja normalerweise Dinge vernichtet werden, nämlich Wertigkeiten vernichtet werden, Geld vernichtet wird, eben durch Inflation. Das ist ja keine Geldwertstabilität, sondern Instabilität. Und auf der anderen Seite versuchen die Arbeitenden eben auch einen Ausgleich für die Inflation zu bekommen. Also könnte man wirklich sagen, es ist eine Art Klassenkampf zwischen Kapital und Arbeit. Und die Notenbanken müssen jetzt so agieren, wie sie agieren, nämlich Zinsen anheben, Geldpolitik verknappen. Morgen dürfte die EZB das
uns kundtun. Die FED hat lange schon damit angefangen. Nächsten Mittwoch ja dann die FED-Sitzung, auf die schon alle warten. Am Freitag die US-Inflationsdaten, sehr wichtig. Und Freitag in einer Woche dann der kleine Verfall oder der große Verfall, Hexensabbat, dazu gleich nochmal mehr. Jedenfalls sagt Ray Dalio, wir sind in einer strukturellen Inflation, die eine Stagflation produzieren wird. Und Ray Dalio sagt, die Notenbanken werden die Zinsen wieder senken. Allerdings meint er erst im Jahr 2024, also da ist noch ein bisschen Zeit. Davor werden sie sie anheben müssen. Und dürfte dann entsprechende Schmerzen nach sich ziehen. Kommen wir jetzt mal zu dem Geschehen gestern. Wir haben ja gestern gesehen, die US-Märkte eigentlich mit dem Cash Open, also 15:30 sind sie gestiegen, sind nach oben gelaufen. Der Grund war, dass vor allem jetzt die Renditen wieder zurückgekommen sind. Hier unten sehen wir die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe, zwischenzeitlich unter 3% gefallen. Jetzt ist sie wieder drüber. Wenn wir uns mal die Sektoren anschauen, die gestern gut gelaufen sind, sehen wir wieder Energie Nummer 1, aber sonst 10 von 11 Sektoren im Plus. Nur Consumer Discretionary, eigentlich ein Sektor, ein Bereich, der dann gut läuft, wenn Risk-On angesagt ist. Also etwas seltsam, dass Consumer Discretionary nicht mitgelaufen ist. Energie jetzt mit weit über 60% der beste Bereich, der beste Sektor seit Jahresbeginn, ganz klar. Und Consumer Discretionary der schlechteste. Warum? Weil eben die Leute darauf verzichten, auf was sie verzichten können, eben auf diskretionäre Käufe. Man kauft das, was nötig ist. Ja, damit sind jetzt zum Beispiel wieder die Financial Conditions ein bisschen laxer geworden, indem die Aktienmärkte sich erholt haben, indem auch die Junk Bonds ein bisschen weniger unter Druck sind. Das bringt wiederum die Financial Conditions dann in eine laxere Situation. Das arbeitet gegen die Fed, die ja versucht, durch die Straffung der Financial Conditions eben die Nachfrage dann zu drosseln. Wir sehen jetzt hier saisonal wird es meistens Mitte Juni ziemlich schwierig, eben wahrscheinlich im Zusammenhang mit diesem Hexensabbat, den wir dann in der nächsten Woche sehen. Triple Witching, wie die Amerikaner sagen, da ist sozusagen jetzt natürlich dann dieses Risiko eines großen Verfalls, was ja per se schon da ist. Dazu haben wir dann jetzt noch die Fed-Sitzung im Umfeld, haben die Inflationsdaten im Umfeld, morgen die EZB in diesem Umfeld. Jedenfalls dieser kleine Verfall mit 3,2 Billionen wird, dieser große Verfall wird riesig sein. Am 17. Juni ist es ja soweit. Das ist gigantisch, was da passiert, dürfte der größte Verfall ever sein, der hier da zu verzeichnen ist. Und möglicherweise sind viele Bewegungen, die wir derzeit an den Märkten schon sehen, auch durch diesen großen Verfall ein bisschen getriggert. Ich will nochmal ein Missverständnis aufklären. Ich hatte gestern gesagt, wir haben einen monetären Klimawandel. Fed und selbst die EZB müssen sich bewegen. Heute hat Indien ein halbes Prozent die Zinsen angehoben. Chile hat die Zinsen angehoben. Davor hatte Australien die Zinsen angehoben. Also es ist ja nicht nur die Fed, sondern es sind sehr, sehr viele Notenbanken dieser Welt, die hier agieren und letztendlich auf die Inflation reagieren. Jetzt gibt es aber zwei Notenbanken, die das nicht tun, nämlich die türkische und die japanische. Jetzt hat mich jemand angeschrieben, offenkundig mit japanischem Hintergrund, man könne doch Japan nicht mit der Türkei vergleichen. Stimmt, Japan steht da ein bisschen solider da, aber beide Notenbanken eben weigern sich, diesen monetären Klimawandel mitzumachen, weswegen ihre Währungen stark unter Druck kommen. Sowohl die türkische Lira als eben auch der Yen, der Dollar-Yen jetzt über 133 gestiegen heute Nacht. Also wir sehen, wer da nicht mitmacht, der hat ein Thema. Abschließend, meine Damen und Herren, drei Artikelempfehlungen wieder. Heute ja der letzte Tag oder ja der letzte Tag, an dem Videos von mir stattfinden. Morgen, übermorgen bin ich nicht da. Wie gesagt, Frank Thelen, ist er wirklich unschuldig an dem Desaster? Frank Thelen, der kleine Bruder von Cathie Wood aus Deutschland, könnte man sagen. Da hat Jens Rabe mal Klartext gesprochen und sagt, nee, der Mann ist leider nicht unschuldig an dieser Geschichte. Zweiter Artikelvorschlag, China und sein Russland-Trilemma mit dem Ukraine-Krieg. Wie eigentlich China aufgestellt ist in Sachen Ukraine-Krieg und Russland. China hat kein Problem
wenn Russland die Ukraine sozusagen versucht zu überrennen, weil man die Ukraine nicht wirklich als Land anerkennt, interessanterweise. Das ist der zweite Artikel. Und der dritte Artikel ist nochmal, ich kann es nur sagen, wer dieses Video von Hannes Zipfel nicht gesehen hat, das ist viel besser als all das, was ich hier mache, weil es komplett super kompakt die Dinge so auf den Punkt bringt, wie sie derzeit gelagert sind. Und da will ich das nochmal empfehlen. Artikel dazu, die Fed macht ernst, Finanzmarkt Unfall mit Ansage. Darin das Video von Hannes Zipfel absolut empfehlenswert. Wer es noch nicht gesehen hat, auf meine Empfehlung gestern hin, sollte das unbedingt nachholen, ebenso wie die beiden anderen Artikel. Wir sehen uns heute zum Marktgeflüster. Ich sage Servus und Ciao.